So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Kaikoura. Eigentlich wollte ich da erst morgen hin, aber ich habe jetzt im Wetterbericht gelesen, dass es diese Nacht regnen soll und morgen früh auch. Und das Problem ist halt, dass die Straße nach Kaikoura erst vor 2 Wochen oder so eröffnet wurde, nachdem vor 1,5 Monaten dieses schwere Erdbeben dort war. Und das ist alles noch etwas provisorisch. Und als es vor 2 Tagen geregnet hat, war die Straße auch wieder gesperrt, weil von den Hängen halt die lockere Erde noch runtergespült wird. Und damit ich morgen nicht von dem Erdrutsch verschüttet werde, habe ich mir jetzt spontan überlegt, dass es besser ist, jetzt noch loszufahren. Auch wenn es relativ spät ist, ich werde wahrscheinlich erst im Dunkeln ankommen. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Straßenbedingungen dort sind. Hier ist die Straße derzeit ganz gut. Ich bin jetzt das erste Mal auf so einem Stück Autobahn unterwegs. Okay, jetzt hört es gerade auf. Habe ich bisher noch nie gehabt, dass es hier so eine längere zweispurige Fahrbahn gibt. Alle Highways, auf denen ich bisher unterwegs war, waren einfach wie Bundesstraßen in Deutschland. Also das Straßennetz ist hier nicht so ausgebaut, aber das ist auch völlig okay, weil hier gar nicht so viel Verkehr ist wie in Deutschland. So, ich bin jetzt in Kaikoura angekommen und es ist relativ leer hier dafür, dass Hauptsaison ist. Aber es wissen auch nicht alle, dass die Straße wieder eröffnet ist. Und ja, nach dem Erdbeben sind halt hier viele Touristen ausgeblieben. Ja, ich habe gestern Nacht, als es dann zu dunkel wurde, einfach an einem Waldrand geparkt und dort geschlafen in meinem Auto, weil es irgendwie nicht so angenehm war, im Dunkeln zu fahren, weil die Straße halt ziemlich schlecht ist. Also es gibt viele Löcher und ich habe nur kleine Risse gesehen vom Erdbeben. Die großen Risse, die wurden alle schon repariert. Und man hat halt überall gesehen, dass da Erdrutsche waren und dadurch gab es viele provisorische, einspurische Schotterwege. Und oftmals war auch ein 30 km/h Limit, also ich habe deutlich länger gebraucht, als ich erwartet habe, aber trotzdem war die Straße eigentlich noch ganz okay. Darf ich vorstellen, Buddy und Walnut. Das sind die 2 Hunde, die die Besitzerin hier hat. Das ist eine ältere Dame und die ist total nett. Ich habe eine Stunde mit ihr jetzt gequatscht und mein erster Job für heute ist, mit den Hunden Gassi zu gehen. Und ich war jetzt mit denen eine Stunde am Strand und eine bessere Arbeit gibt es ja eigentlich nicht. Also das ist echt richtig klasse hier. Das ist wie im Paradies. Wir haben Blick aufs Meer von dem Haus und ja, überhaupt das Haus ist total schön. Ja, unsere Aufgabe ist es, jeden Tag die Tiere zu füttern. Also es gibt hier eine kleine Ziege, die läuft gerade hinter mir lang. Und 2 Alpakas, 2 Pferde, ein Pony, 4 Schweine. Und die fressen ganz schön viel und freuen sich immer, wenn wir die füttern. Ich bin gestern gut in Kaikoura angekommen und jedenfalls arbeite ich jetzt hier für eine ältere Dame. Die hat viele Tiere, auf die ich aufpassen muss und das hier ist mein eigenes Zimmer. Sie hat auch hier 4 Gästezimmer und die werden noch vermietet, aber da der Tourismus gerade ziemlich ausbleibt, ist das alles kaum gebucht und ja, ich führe euch mal kurz rum. Hier, ich habe mein eigenes Bad, sehr schön und ja, ich schlafe halt in einem der Gästezimmer. Und überhaupt das ganze Haus hier und die Umgebung, das ist einfach so schön. Also ich habe Blick auf den Ozean. Ich weiß nicht, ob man das im Video erkennen kann. Ist vielleicht ein bisschen zu hell. Hinter dem Haus habe ich gleich die Berge. Ich bin jedenfalls richtig froh, dass ich hier gelandet bin, weil die Arbeit ist ziemlich leicht und die ist total nett. Und gestern hat hier auch noch ein französisches Mädel mit angefangen. Also bin ich jetzt auch nicht alleine hier und ich habe jemanden, mit dem ich Tagesausflüge machen kann. Guten Morgen, es ist jetzt morgens um 5. Die Sonne ist noch längst nicht aufgegangen, aber wir haben für heute eine Delfin-Tour gebucht. Das heißt, wir fahren jetzt raus aufs Meer und wir haben so einen Wetsuit, also so einen Neoprenanzug und werden dann mit Delfinen schwimmen. Dafür ist Kaikoura sehr bekannt, dass es hier sehr viele Delfine gibt, weil hier irgendwie die Meeresströmungen aufeinander treffen und deswegen gibt es halt hier viele Tiere im Allgemeinen. Auch viele Wale und Albatrosse und auch Haie.
Und wir haben gehört, dass es am besten ist, wenn man früh morgens geht, weil da noch die meisten Delfine sind. Und ich bin sehr gespannt, ob wir sie finden. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, aber es ist nicht sicher, dass wir die Delfine finden und mit denen schwimmen können. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Also wir sind auf so einem kleinen Boot mit 16 Leuten rausgefahren und nach ca. 20 Minuten haben wir dann schon die ersten Delfine gesehen. Und die waren gar nicht mal so weit weg vom Festland. Erst waren es nur ganz wenige und dann wurden es immer mehr und mehr und mehr. Wir konnten gar nicht richtig glauben, wie viele das sind. Der Tourguide hat gesagt, es sind ca. 100 bis 150 Delfine und das sind alles Dusky Dolphins, also auf Deutsch Schwarzdelfine. Und die zählen zu der verspieltesten und neugierigsten Delfinart der Welt. Und nachdem wir uns alles von oben angesehen haben, ging es dann endlich ins Wasser. Und wir wurden angewiesen, dass wir die ganze Zeit laute Geräusche machen und uns so wie Delfine bewegen sollen, damit wir die Aufmerksamkeit von den Delfinen bekommen, damit die neugierig werden und um uns herum schwimmen. Und das hat auch richtig gut geklappt. Also manche Delfine haben einen dann so richtig umkreist die ganze Zeit und man muss sich halt dann mitdrehen, um deren Aufmerksamkeit weiter aufrecht zu erhalten. Und das war einfach so geil, weil man den Delfinen einfach so nahe ist und dass es so viele waren. Ich habe auch gelesen, dass der beste Spot für Delfinschwimmen auf der ganzen Welt hier in Kaikoura ist. Ja, insgesamt waren wir dreimal für jeweils ca. 15 Minuten im Wasser und zwischendurch sind wir dann immer wieder ein bisschen weitergefahren, um dem Schwarm zu folgen. Und insgesamt hat die Tour so ca. 3 Stunden gedauert und es war wirklich jeden einzelnen Cent wert. Gegen Ende hin sind dann sogar noch ganz viele Common Dolphins dazu gekommen. Die erkennt man daran, dass sie etwas länger sind als die Dusky Dolphins und die haben so einen gelben Bauch. Und bei denen hat man auch noch deutlicher gehört, wie die sich gegenseitig unterhalten haben. Auf dem Rückweg haben wir sogar noch einen Great Petrel gesehen. Das ist ein riesiger Vogel. Auch wenn das hier vielleicht gar nicht so rüberkommt, aber die können eine Flügelspannweite von 2 Metern bekommen und ich habe in meinem Leben noch nie so einen großen Vogel gesehen. So, wir sind jetzt hier gerade am Strand Paua Muscheln sammeln. Leider ist gerade Flut und deswegen können wir nicht so weit rausgehen, um alle Muscheln zu sammeln, aber die sind halt ziemlich groß und die können noch viel größer werden. Und die sind halt sehr bekannt hier in Neuseeland und ziemlich schön. Ich werde ein paar mit nach Hause bringen. So, wir waren heute am Strand Paua Shells sammeln und die Ausbeute ist ganz gut gewesen. Also hier südlich von Kaikoura, da findet man sehr viele davon. Die können auch noch viel größer werden. Also ich habe welche gesehen, die haben dann nochmal die doppelte Größe von dieser Muschel. Ja, und auf dem Weg dahin haben wir jetzt noch einen Amerikaner eingesammelt, der jetzt auch noch mit hier angefangen hat zu arbeiten. Und wir sind jetzt sozusagen 3 Leute. Die hier mithelfen, was ganz gut ist, weil es ja hier ganz schön viel zu tun gibt und wir ja gar nicht so viel arbeiten jeden Tag.